Die Geister führen uns auch schon wieder, nicht schon wieder. Nicht schon wieder Kräuterkundeunterricht. Das hatten wir schon im ersten Teil. Ach, jetzt hier die Alraun. Im ersten Teil hatten wir was anderes. Müssten die nicht in Ohnmacht fallen ohne Kopfhörer? Naja, sind wir immer hier nicht so. Jetzt kommt das Aeron-Gedingste. Aha. Wir sollten uns mal Kopfhörer holen. Okay, hier wirkt das einfach nur abschreckend. Hier blockiert das uns nur. Im zweiten Teil, im Film ist ja Neville Longbottom noch in Ohnmacht gefallen, als er dann die Kopfhörer nicht richtig auf hatte. Oh cool, Alronen. Jetzt haben wir Kopfhörer auf. Jetzt können wir an denen noch vorbei. Jetzt können wir die besiegen hier. Und um das auch nochmal zu demonstrieren. Oh. Nochmal. Ja, wenn wir die Lehrer angreifen, dann versteinern sie uns. Oder vereisen uns. Erstmal eine Weile zu Eis werden. So, was machen wir jetzt hier? Müssen wir nicht in den Stoff im Topf stecken. Ah, okay, verstehe. Das ist die Mission. Wir hauen in einen Stock eintopfen. Wenn ich keinen Wärme machen. Eine müssen wir noch behalten, damit sie den Rest kaputt macht hier. So, jemand bitteschön. Ratswaffen benutzen. Können wir hier rüber zu den Stimmons gehen. Tja, was habt ihr davon? Schall klingt. Schall klirrt Glasblöcke. Grundregel seit Lego Batman 1. Aha. Dann macht's das bestimmt hier auch. Ja, genau. Macht's das auch dort. Glas zerstören. So, gibt's hier noch irgendwo. Hier gibt's noch Glas. So, jetzt stopfen wir nicht mehr da rein. Genug geschrien. Umgang mit Aeronen freigeschaltet. Goldener Stein. Nummer 24. So, können wir hier noch was zaubern? Wir haben doch hier jetzt. Hier können wir was zaubern. Gibt es ein paar Stats für? Hier gibt es noch einen blauen. Da oben gibt es noch blaue Stats. Aber wie kommen wir da jetzt hoch? So, vielleicht über die Blume. Goldener Stein Nummer 25. Da ist der blaue Stat. So. Ja gut, hätte man erstmal wegzaubern können. Aber wozu? Gibt's noch einen blauen Stat? Nehme ich mir mit.
Okay. Insektenspray. Eine rübsende Pflanze. Eine reifenessende Pflanze. Autsch. Die arme Pflanze. Jetzt haben wir sie vergiftet. Also können wir jetzt nichts machen, oder? Dann warten wir kurz. Entfernen wir mal das Unkraut. Hier können wir nichts draus machen. In der DS-Version von Lego Harry Potter die Jahre 5 bis 7, also eine 3DS-Version, findet auch der Endkampf gegen Lord Voldemort hier in diesem Teil dort statt, hier bei dem von Kräuterkunde Unterricht hier. Es ist ein bisschen schlecht gemacht. Das sieht man dann auch, dass man den dann hier ein bisschen sehen muss auf diesem schmalen Streifen hier. Obwohl das ja im Film fand das ja mitten auf dem großen Vorhof. Bin mal gespannt, wie es hier aussieht. Ich meine, das ist noch ein bisschen weit hin. Wir spielen gerade Teil 2, Teil 7 wird noch ein bisschen dauern, bis wir das spielen. Oh, hier können wir fliegen. Molly schreibt was. Also ich lass dich und Herrn Harald Töpfer mal alleine. Oh nein. Haust du ab, Modi. Lässt er mich einfach im Stich. Skandalös. Hier. Alle Waffen. Hier geht's wieder runter. Tja gut. Nur Harry kann gut auf einen Besen fliegen. Hab ich mitbekommen. Oh, ein neuer Abonnent. Elfandos Lunari V3. Willkommen in der Eigenabend Community. Hoffen wir, du bleibst. Können wir hier mal irgendwie absteigen? So können wir absteigen. Ein neuer Follower auf Twitch. Okay. Ein Pfeilkopf. So, wie geht's jetzt lang? Der Geist führt uns an. Zeigt uns, wo wir lang müssen. Hier müssen wir lang. Eintopfen. Sehr schön. Haben wir wieder Schüle gerettet. Schöne Not. Oder auch nicht. Hier geht's weiter. Da hoch. Die Treppe entlang. Sind wir wieder im Inneren. Von Hogwarts. Schade, können wir nicht einbrechen hier. Ihm den Boden unter den Füßen weggeschlagen. Im Slabon. Da geht's rüber. Das haben wir im ersten Teil gemacht. Oh. Wie kommen wir jetzt hier durch?
Jetzt brauchen wir hier erstmal Ohrenschützer. Bevor wir da durchkommen. Ach, das machen wir auch mit der Eulerone. Da können wir die Glastür kaputt machen. So, was machen wir jetzt mit... Ist die Frage, wo kriegen wir jetzt Ohrenschützer her? Paparazzi. Okay, jetzt haben wir hier was Tolles gehext. Was Tolles drauf gemalt. Hier kriegen wir wahrscheinlich die Kopfhörer her. Paparazzi. Hier ist Paparazzi unterwegs. Holen wir uns die Arone. Jetzt fotografierst du nicht mehr. Na, mach kaputt. Dann halt nicht. Na komm, jetzt hier die Tür kaputt. Zwei von sechs. Ach du Schreck. Ach, jetzt haben wir natürlich erstmal Verteidigung gegen die dunklen Künste. Mit Gilderoy Lockhart. Macmillan. Ach, das ist der Fotograf hier. Bleibst du hier? Bleibst du hier? Wir haben hier noch ein paar Sachen freizuschalten. So, wo gibt es hier noch Sachen freizuschalten? Ich weiß, das nervt hier ein bisschen mit den Aeronen, aber was soll es? Okay. Hier gibt's nichts. Da drüben vielleicht. Nee, hier gerade nicht. Lassen wir es mal frei rumrennen. Egal, gehen wir mal weiter. Hier haben wir ja schon. Müssen wir wieder ein bisschen puzzeln. Kleine Puzzlestunde. Ach, der Sack fotografiert immer noch. Paparazzi. Haust ab. Und wir haben ihn verjagt. Sehr schön. So, hier ein buntes Hogwarts-Logo. Aus Farben, die gar nicht drin sind. Logo. Orange. Und Zyan. Verdammt. Ich würde dann den Downs da dran. So, Sekunde. Sehr schön. In meine Ehrenrunde. Ich glaube, da gab es noch was zu tun. Beim Logo. Ne, gab es nicht, oder?
Da irre ich mich nur. Ja gut. Sind da mal rein hier. Die Haare, das Toupet. Drücke M, um die Wichtel mit Immobilus einzufangen. Ach ja, das Wichtelding. Haben wir einen Zauber gelernt. Erstmal drauf zielen und dann mit Immobilus. Okay. Okay, aber wie? Mit M bringt das nicht viel. Mit M kommen wir hier nicht groß weiter. Das Nilanastat. An dem wir nicht rankommen. Schnell gerettet. Und wie jetzt Immobilus. Und die müssen wir jetzt. Die muss ich noch lernen. Und die befreien sich dann wieder. Und nochmal auf die schießen oder was? Zwei Hermine. Und jetzt mit M. Mit M funktioniert es auch. Und was dann? Achso, jetzt auch die Zielen, während sie eingefroren sind. Verdammt. Sehr gut. Haben wir es geschafft. Noch mehr von den Viechern. Nein. Daneben. Meine Fresse. Jetzt haben wir One hier eingeladen. Ein Geist. So einer wäre schon tot. Verdammt, so wird es nie was. Na komm. Nein, da stand noch zu weit unten. Unterstellen und zack. Sehr gut. Und kaputt. Sehr schön. Zwei sind es noch. Und jetzt. Einer ist es noch. Ein einzelner Wichtel. Na komm. Macht ihm ein Ende. Immobilus freigeschaltet.
Sehr schön. Goldener Stein 26. Da käme ich gerne hoch. Das ist irgendwie machbar. Vingadium Nervosa. Schade. Ah, sehr toll. So. Hier kommen wir mehrere Sachen noch nicht ran. So, da geht's raus. Noch ein paar Stats sammeln. Und weiter geht's. Sind wir eben durch. Oha, der Geist geht aber woanders hin. Sie geht nicht lang. Hier wieder raus. Spinnen. Piktogramme. Die Kammer des Schreckens wurde geöffnet. Als Piktogramm aufgezeichnet. Als ob. Keine blutrote Schrift, sondern Piktogramm. Verstehen unsere Katze. Joa. Interessant. Jetzt geht's hier nach Smeed oder was? Die Lampen hier nochmal neu anordnen. Hier geht's weiter. Zu Könntenspiel oder zu, Hagrid? Zum Quidditch-Feld, wie es ausschaut. Hier wird wieder Quidditch gespielt. Hier wird erstmal wieder geregnet. Das ist ja schön. Hier können wir ein paar Stats rauskriegen. Auf zum Quidditch-Feld. Ich versuch grad mal was. Nee, Hermine hat ihre Katze noch nicht. Die kann hier noch nicht buddeln. Tja, der Soundtrack. Schon wieder Quidditch. Aber jetzt spät dran. Schnell umgezogen. Und auf geht's. Nein. Ein Quaffel, wenn ich das richtig. Nein, Klatscher. Ein Klatscher muss das sein. Quaffel sind die anderen Bälle. Die großen Wurfbälle. Ein verwunschener Klatscher. Jo.
Dobby. Jetzt müssen wir Dobby. Dobby außer Gefecht setzen. Schnell hin zu Dobby. Machen wir den Hauself fertig. Bevor er Harry noch schaden kann. Und hinunter dort. Oha. Bisschen aufpassen hier. Und wieder Klatscher unterwegs. Aha. Ich kann mit dem Gemälde zwinken. Lilian aufhängen. Wie kommen wir da hoch? Was muss hier geschehen? Okay, können wir was zusammenbasteln? Eine Treppe vielleicht? Ach hier, ist er schon. Der Elf. Da müssen wir noch was ziehen. Ein Herz haben wir ihm erst abgezogen. Eine schöne Wurst. Nein. Ja gut, ist zu groß hierfür. Jetzt ein Herzschaden können wir nicht zufügen. Wir müssen noch zweimal treffen, die Wichtel. So, Lumos. Die Ferngeräusche sind hier ziemlich seltsam. Das Spiel intern. Ein Spielegeräusch. Was die Entwickler sich dabei gedacht haben, weiß ich auch nicht. Wingardium Leviosa brauchen wir scheinbar am häufigsten. Das klingt nach einem Spielstöre-Sound. Nach einem Störsound als nach Fangejubel. Noch ein Gemälde aufhängen. Muss ich aus dem vierten Teil? Zwei von vier. Oh mein Gott. So, wo ist der Elf? Dann doch hier oben. Da steht er. Okay, wo muss das jetzt hin? Achso, das muss da oben ran. Und Gewicht. 3 von 4. Jetzt habe ich eins bestimmt verpasst. Den Elfen besiegen. Zwei Herzen hat er noch. So, muss mal der starke Hecke kurz dran ziehen. Release the Dragon. Den Drachen freigelassen. Ob das so klug war? Eine kleine Treppe basteln.
Muss man vielleicht ein bisschen versetzt draufstellen. So, hier hoch, hier hoch. Da wackelt's im Schrank. Die Stimme runterwerfen. Okay, ich bin mir nicht sicher, ob wir hier schon runter sollten. Das war vielleicht ein Fehler. Jetzt ein kleines Trampolin. Daran wurde also gedacht. Noch schnell ein Herz abgezogen für Dobby. Jetzt ist er da drüben, oder was? Bin schon unterwegs. Ja, das bringt jetzt hier nichts, das freizuschalten. Kann man trotzdem mal machen. Die Truhe kann man trotzdem noch nicht öffnen. Ist doch jemand hier. Die Kollegen wegzaubern. Und damit ist der Leiter. Hier erstmal das aufräumen, den Elf rausschütteln. Das ist der Elf, mach kaputt. Und Griffin hat gewonnen. Und Harry fällt. Oh nein. Die Knochen aus dem Arm gezaubert. Oh Mensch, was ein Held. Jetzt müssen wir Zaubertrank für sie besorgen.